Mensch und Mücke. Herr Olombellona und die Mücke Rekehiza hatten Gefallen aneinander. So schlossen sie denn auch Blutsbrüderschaft, als Rekehiza vom Blute des Herrn Olombellona trank. Es mundete ihr vortrefflich. Und so erzählte sie nachher den anderen Mücken: Wir mühen uns allemal ab, Blut zu finden. Das wollen wir künftig doch nicht, das Blut unseres Bruders Olombellona vergessen, das ausgezeichnet schmeckt. Eine der anderen Mücken antwortete: Lasst uns ihn besuchen und einmal sein Blut probieren. Dann ersparen wir ihm die Mühe, uns Reis zu kochen, Wasser zu holen und ihn zu waschen. Wir bitten ihn dann nur um ein recht einfaches Mahl. Als die Besucher bei ihm erschienen, war Herr Olombellona eingeschlafen und schnarchte. Sie baten nach allen Regeln des Anstands um Eintritt, doch Herr Olombellona hörte sie nicht und antwortete daher auch nicht. Bzzz, machten die Mücken. Lass uns hineingehen! Damit flogen die Mücken hinein. Sie ließen sich auf dem Menschen nieder und tranken sein Blut. Plötzlich fuhr Herr Olombellona aus dem Schlafe auf und rief wütend: Wartet! Euch werde ich kommen! So benehmt ihr euch also einem Blutsbruder gegenüber? Und streckte er die Mücken eine nach der anderen nieder. Seither, so erzählt es diese Geschichte, sind Menschen und Mücken keine Freunde mehr. Sieht der Mensch eine Mücke, schlägt er sie tot. Trifft aber die Mücke einen Menschen, so sticht sie ihn und saugt ihm sein Blut.